Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Grandia 2 und wir sind ein bisschen hoffnungslos. Wir verlassen jetzt gerade das Königreich hier von dem Rowan und jeder quatscht uns an und sucht Hoffnung und wir haben in den letzten Folgen schon Elena gesehen, die niemandem mehr Hoffnung gibt. Niemandem mehr. Mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Das ist jetzt die größte Frage, glaube ich. Oh, something's wrong. There's... What is it, Ryudo? Ja, wahrscheinlich wollen die Hörner raus. My arm aches. Ja. Noch mehr Cutscene. Boah, wie eklig das ist. Huch! Ja. Die machen die It. I'm sure it saw me. Eek. Oh, nicht schon mit dir. Ja, jetzt sind die natürlich hinter Ryudo her. Noch so ein Vieh. Yay. Auf geht's, alles vernichten. Damn it. Where the hell are they coming from? Is this too the power of Velma? What the hell is it these days? It doesn't matter, move it! I like to move it. So. Na komm ran. Der eine ist irgendwie abgehauen, den werde ich auch noch jagen. Hi! Ihr wollt doch sowieso nur mich. Gehe ich mal sperr von aus. Dass ihr hinter den Hörnern von Velma her seid. Aber keine Sorge. Ihr könnt diese Hörner zwar haben, aber nicht ohne Kampf. Sworn enemies. Take that. Sky Dragon Slash. Und weg mit euch. You shall be defeated. Ihr dreckigen Viecher. Aber ist die Frage, wie wir den rechten im Moment auf dem Bildschirm erledigen, der jetzt gerade irgendwelche Magie oder Attacken kanalisiert, der da. Berserker Lounge hört sich überhaupt nicht nett an. Wir versuchen es mal mit Crackling, weil wir mit der Eismagie relativ... Ach, wir haben hier keine neuen. Ah, Dreck! Bam! Sehr gut. Weil wir gar nicht jetzt, sag ich mal, ihm kein Mana gegeben haben, den Rowan. Das war dumm. Und wahrscheinlich auch keine Accessoires. White. Ah, ruf gerne mal gucken. Verdammt. Dreck, Dreck, Dreck. Das, weil ich immer so viel in die Cutscene rein will und seitdem da jetzt mit Melania das war und mit Mario kann ich gar nicht mehr aufhören zu zocken. Aber ich will jetzt unbedingt hier weitermachen. Der hat's hinter sich, aber der andere noch nicht. Das ist natürlich super. Super scheiße nämlich. So, machen wir dich mal weg. Mal schauen, ob das klappt. Ich denke schon. Dann sollte das... Oh, das dauert immer lange mit dem Feuer. Deswegen mag ich das glaube ich auch lieber. Das sind die Cutscenes kürzer. Wiedersehen. Sehr gut. Lumis Elixir nehme ich dankend an. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin, dass jetzt kein The Dead shall rise to the throne of judgment. It is, as the holy book says, the final judgment is upon us. It also said that Granus was sleeping, Elena. Forget the damn book. It won't happen. It won't let it. I won't let it happen. Also. My mother. Is she dead? Ist der wahrscheinlich so knallhart, ja. Dear, you must leave this place. But I can't just leave my mother behind. It is dangerous here. Come this way. Okay. Watch out! Stop it!
Mother? Mother is... Okay. No! 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 Okay, das Kind ist wohl weg. I'm sorry. There was nothing that could be done. My brother, I am more like you than you believed. Judo. How many times must you act out this damnable pageant? I never forgive them or Velma. It is dangerous for Judo to be here. We must leave this town. Okay. Da möchte ich gerne auch mit einstimmen. Ich denke mal, im Inn und im General Store sind wie immer noch Leute, die die Apokalypse immer noch irgendwie überleben und oder keine Ahnung haben, was hier abgeht. Hallo. Oh, please, come in. I've got some great deals for you. Wisst ihr, was ich meine? Denen ist das völlig scheißegal. Blazing Sword. Ice Fang Sword, Tor Sword, Lightning. Jetzt denke ich mal eher meins. Hier nehmen wir den Guardian Stuff. Swordbreaker ist weniger krass. Demon Shuriken. Geil, 5 auf Attacke. Das ist also auf Acting. Das ist super. Aura Armor. Ups Power of Movement. Er braucht die nicht unbedingt. Charisma Helm. Chiron Findings. Magic High Heels Battle Boots. Da verliere ich Stärke. Die verliert gar nichts. Okay, Hercules Belt, Shogun Brace, Godspeed Ring, Ankle. 40 auf Movement. Boah, wie krass ist das denn bitte? Ich denke, sonst kann ich hier nichts gebrauchen. Ich nehme mal davon noch ein paar mit. Und von den Torstones. Super Moga Bomb. Auch meine. Ich verkaufe jetzt nichts mehr. Ich denke mal, wir werden nicht mehr so oft Gelegenheit kriegen, Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Wir müssten meines Erachtens nach sehr nah am Ende sein, des Spiels. Irgendwie, also man merkt ja schon, es bahnt sich so an, dass es langsam Ende ist. So, denen ist irgendwie die Apokalypse völlig egal. Hauptsache, die können ihren Laden leiten. Das ist auch ein Phänomen sondergleichen. Das gibt's hier nur, das gibt's nur bei Grandia 2. Dass wir nicht irgendwas sagen wie so, oh mein Gott, es ist bald vorbei. Sondern, nö. Nö, nö, komm ruhig rein, komm, mach's dir bequem, setz dich hin, nimm den Keks. Ich koche euch noch was Leckeres, bevor es den Bach runtergeht. Dann lass uns mal gehen. Wohin müssen wir denn? Oder was ist unsere Idee, wo wir hingehen können? Ich meine, immer noch können wir irgendwas vielleicht nachlesen. Raoul Hills. Ich denke mal, dann werden wir da hingehen. Special Stage. This field area is a place where you can enjoy combat without regard to progress of the story. Was? Ich kann jetzt einfach kloppen, oder was? Autsch. Ich kann hier also kloppen, bis der Arzt kommt? Wenn hier irgendjemand da wäre zum Verkloppen, dann wäre was. Ja, dann machen wir das nochmal kurz. Mal gucken, was so abgeht. Vielleicht kann ich jetzt hier eine Rundchen kämpfen. Brauche ich aber eigentlich nicht mehr. Aber vielleicht gibt es noch Secrets. Irgendwelche Items. Oh, das ist einfach nur eine riesen Zeitverschwendung. Aber in beiden Fällen werden wir jetzt die letzten paar Minuten dieser Folge hier verbringen. Ich sag's nur schon mal, damit ihr schon mal wisst, was jetzt auf euch zukommt. Was gibt's hier jetzt zu kämpfen? Es gibt hier nichts. Nur diese Blubbels hier. Seed of Magic. Okay, hat sich gelohnt. So, Raoul, ich will nicht in die... Vielleicht gibt's hier einen Boss. Oder Super Items. Super Items. Autsch. Golden Nut. Oh, da ist was. Ja, ein Monster. Endlich. Ein Monster. Sind die stark? 2000 Dragon Knight. Okay.
ist jetzt nicht, was ich... Ach, immer habe ich, hab immer noch keinen Mana eingegeben. Ich bin dämlich, ne? Das ist unglaublich. Ah, oh, kommt der Ball. Ist ja nicht... Ist ja nicht so heftig, was da passiert. Oh, holy thunder. Komm her. Das ist das erste Mal, dass wir so eine Stage kriegen. Könnte wirklich sein, um jetzt zu trainieren für den letzten Kampf oder so. Keine Ahnung. Falls man sich noch nicht bereit fühlt. Hm, ich sehe schon. Zap All war mal stärker. Und wir beenden das eben auf die schnelle Art und Weise. Sworn enemies. Take that. Eventuell könnte ich direkt den Endkampf machen. In der nächsten Folge dann. Weil ich meine, Geld? Was will ich denn mit Geld? Die Punkte wären gut. 300 Punkte, dafür gehe ich hier auf jeden Fall nicht nochmal hin. Eieieiei, Kinder. Oh. Okay, aber wir haben irgendwelche geheimen Items gefunden. Ich meine, wollen wir uns jetzt... Ich hab vergessen einfach die letzten 2 Minuten, indem ich mich irgendwie beschwert habe hier drüber. Zero. Oder was haben wir gekriegt? Holy Blade. Powerless Curved Sword. Zero Broadsword. Warum sollte ich dieses... Warum soll ich diese Waffe nehmen? Useless Stuff. Null Attack? Useless. Dull Knife. Knife that cannot cut. What? Sind wir jetzt in einer Art... Rusty Hoop. Rusty Iron Hoop. A Children's Toy. Was? Okay, also... Also, wir nehmen das trotzdem zurück. Wir haben irgendwas gekriegt und das war sehr secrety secret. Also, es war sehr geheim. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wofür wir das gekriegt haben. Sollen wir uns selber den Kampf schwerer machen oder was? Dann haben wir es ja jetzt geschafft, aber... Oh, nein! Aber wenn da ein Gegner ist, könnten da auch wieder so Sachen sein, eventuell. Ich mach das hier mal kaputt. Golden Nut, ne. Wow! Ich raff hier nix mehr. Eventuell kann ich hier noch was finden, aber... Regenerieren und speichern zumindest. Hm. Eventuell, weißt du ja, was es mit diesen Waffen auf sich hat, die ich da jetzt bekommen habe. Dann schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, was der ganze Rotz da soll. Ah. Ich hoffe, ich habe mich zu sehr übersteuert jetzt beim Schreien. Hm. Da! Nee, die habe ich schon... Oh, die habe ich schon... Nein! Na, blöd. Naja, ich wollte jetzt eigentlich wieder zum Schiff. Aber dann können wir jetzt nochmal die eben schneller Hand weg erledigen und dann würde ich mal sagen, wir gehen ratzfatz. Crackle! Ratzfatz dann zum Schiff und dann wieder Richtung... Richtig. Na, so kalt ist es noch auch nicht. Komm runter. Was cool ist, das setzt sich ja genau um das Model, um das Spielermodel rum. Das finde ich ganz cool. Es gibt hier einen Babum. Babum trifft ziemlich alle. Babum ist dann okay. Dann machen wir Babum. Wenn Babum gut ist. Ich mag Babum. Irgendwelche Fake-Items, wie geil einfach. Titanic Blast! Ich sag euch jetzt schon, Kinder, das wird hoffentlich wehtun. Blub. Kaboom. Weg mit euch. Unglaublich, was man alles findet. Ist echt heftig. Da hab ich da... Also, ich habe schon viel Crap gefunden bei irgendwelchen Rollenspielen, aber... Das ist ziemlich weit oben.
Sky Dragon Slash! You shall be defeated! Oh, Wiz. Dann gehen wir mal zurück zum Boot. You better practice if you wanna beat me. Hat noch irgendwas gedroppt? Ice Fang. Okay. Also auch nichts Weltbewegendes. Okay. Mal speichern. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, hier spricht Ustra. Hat dir die Folge gefallen? Lass einen Daumen da. Muss ja nicht der eigene sein. Bis dahin. Ciao.